Jo, ich habe hier mal wieder so meine Hand umzeichnet. Kann man, denke ich, ganz gut erkennen, ne? Der Daumen ist ein bisschen dick geworden, das ist aber auch ganz gut so. Und jetzt mache ich da mal ganz schnell irgendwie einen Vogel raus. Das sieht schon aus wie ein Fohlen, ne? Bisschen. Kann man jetzt auch kolorieren. Ja, also es gibt natürlich welche, die sind gelungener. Aber so geht es eben schnell, das macht mir auch Spaß. Ich hatte jetzt mal größeren Glück, als ich gestern hatte. Also wieder weiß, glaube ich. Genau, und ich zeige euch mal den anderen. Was ich eigentlich damit sagen will, ist, wenn ihr jetzt sowas macht, dann macht es nicht zu langwierig. Also macht ruhig den schnellen Strich. Und meine Challenge, die ist auch so angelegt, dass ihr da höchstens 10 Minuten am Tag euch hinsetzen müsst. Also es ist jetzt keine Fleißarbeit nötig, um das mal zu machen mit den Übungen. Die sind alle relativ schnell zu machen. Guck, hier ist doch einer. Den finde ich echt schön wild. Ein wilder Vogel. Ja, und wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann komm doch gerne in unsere Facebook-Gruppe oder mach mit bei der Online-Challenge. Ich freue mich auf dich.